Jetzt auf OE24TV. Royale Hochzeiten, die große Sondersendung. Alles zu den schönsten Liebesheiraten aller Zeiten, zu historischen Verbindungen und großen Momenten. Unvergessliche Hochzeiten im britischen Königshaus, Amerikanerinnen, die wie Meghan Prinzen geheiratet haben und Bürgerliche, die durch ihre Hochzeit Macht und Krone erlangen. Royale Hochzeiten. Erleben Sie noch einmal Highlights der Geschichte. Diana, Kate, Grace Kelly, Königin Silvia und viele mehr. Jetzt Royale Hochzeiten, die große Sondersendung. Nur auf OE24TV. Der Final Countdown läuft. Ganz England ist auf den Beinen, denn am 19. Mai geben sich Meghan und Harry in Windsor das Jawort. In der St. George Chapel hat auch schon Prinz Charles seiner langzeitgeliebten Camilla die ewige Treue geschworen. Die Ehe hält, ein gutes Omen für das Brautpaar. Ein bisschen Hochzeitserfahrung hat Meghan schon. Für die Amerikanerin ist es genau genommen bereits die dritte Hochzeit. Das erste Mal sagt sie zu Trevor Engelson ja, ein Filmproduzent. Die Party ist damals wild, Bier und Sandspiele am Strand. Statt Frack und Fliege reichen Badeshorts und Bikini. Weitaus stilvoller läuft da schon Hochzeit Nummer 2 ab. In der Serie Suits heiratet Meghan ihren Schauspielkollegen. Ein Traum in Weiß ist das Kleid und vielleicht schon ein kleiner Vorgeschmack auf die Robe, in der Meghan am Samstag durch die Kirche schweben wird. Das dritte Mal ja, sagt die 36-Jährige zu Prinz Harry. Das Kleid soll vom Couturehaus Rife & Russo stammen, mit knapp 400.000 Euro, alles andere als ein Schnäppchen. Handgenäht ist der Traum in Weiß, dazu ziehen hunderte Perlen das Hochzeitskleid. Doch bei königlichen Bräuten gibt's immer einen Trick auf Lager. Sollte das Kleid schon vor der Hochzeit verraten werden oder am Hochzeitstag womöglich nicht mehr gefallen, dann gibt's immer noch ein zweites in der Hinterhand. Nicht nur im Kleid wird fleißig gearbeitet, auch die letzten kulinarischen Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Während die Köche von Schloss Windsor sich in Schweigen hüllen, werden erste Details aus der Backstube von Heidis Bakery schon verraten. Denn von hier kommt der Hochzeitskuchen. Die Köche waren diese Woche hart am Arbeiten und haben diese wunderschönen Repliken des Kuchens kreiert. Diese wurden in unserer Küche gemacht. Sie bestehen aus Vanillekuchen und einer Zitronen-Holunderblüten-Buttercreme. Es sind dieselben Aromen wie bei Harry und Meghans Torte. Gekrönt wird das Ganze mit frischem Obst und Union Jack. Nur bei der Rechnung gibt's jedoch einen bitteren Beigeschmack. Satte 70.000 Pfund kostet das süße Meisterstück. Das sind aber immer noch Peanuts, denn alles in allem wird die Hochzeit von Harry und Meghan, so wie es derzeit aussieht, zur teuersten aller Zeiten. Das meiste verschlingen die enormen Sicherheitsvorkehrungen und die werden vom Steuergeld bezahlt. Bei William und Kate schlugen die Polizei- und Militäreinsatzkosten mit mehr als 6 Millionen Pfund zu Buche. Bei Harry und Meghan soll das jetzt noch mal mehr kosten, denn das Terrorrisiko ist seit 2011 angestiegen und zudem gibt es noch immer, traurig aber wahr, rassistische Drohungen gegen Meghan. Auch Harrys Afghanistan-Einsatz bringt Gefahrenpotenzial mit sich. Sein Kampf an der Front könnte ihn zur Zielscheibe von Terroristen machen. Doch nicht nur finanzieller Einsatz, sondern auch körperlicher ist gefragt. Meghan hat schon ein Training für den Fall einer Entführung hinter sich gebracht. Damit ist keineswegs die Brautentführung bei der Party gemeint. Neben dem Clan der Königin werden auch zahlreiche weitere hochkarätige Gäste aus Politik, Kultur und Gesellschaft erwartet. Unter anderem die Beckhams, Sir Elton John oder auch Serena Williams, um nur einige zu nennen. Neben der Sicherheit der Hochzeitsgäste muss auch für die des Volkes gesorgt werden. Tausende Schaulustige werden sich zum Public Viewing in Londons Hotspots einfinden, ebenso wie in den Straßen von Windsor. Leider auch ideal für einen Terroranschlag, das Horrorszenario der Hochzeit. Da scheinen die 34 Millionen Euro, so hoch wie Experten die Kosten für die Security einschätzen, durchaus gerechtfertigt. Die Ausgaben machen Sinn, im Gegenteil zu manch anderen Faktoren, die eher unbedeutend scheinen, sich aber ganz schön zu Buche schlagen. Da wären zum Beispiel 20 versilberte Trompeten, die den Beginn der Hochzeitsfeierlichkeiten ankündigen. Kosten 102.000 Pfund. Der Blumenschmuck in der Kirche ist echt öko. Nur Pflanzen von den Wiesen Windsors werden für den Schmuck ausgewählt. Meghan wünscht sich dazu Pfingstrosen. Kosten 124.000 Euro. Vor der St. George Chapel wird ein extra Glasdach aufgebaut. Als wäre im Schloss nicht schon genug Platz zum Feiern, findet der Empfang nämlich hier statt. Kosten 340.000 Euro. Aber einmal im Leben, da kann man schon klotzen statt kleckern. Selbst die sonst so bodenständigen und sparsamen Royals, die lassen sich da nicht lumpen. Schließlich will das Volk eine Show und die soll es auch kriegen. Die Hochzeit des Jahres ist durchgeplant auf die Minute. 10 Uhr. Geladene Bürger werden auf das Gelände von Schloss Windsor gebeten.
10.30 Uhr. Die ersten Hochzeitsgäste treffen ein. Je später es wird, umso hochkarätiger die Gäste. Die Reichen und Schönen betreten die St. George Chapel durch das Südportal. 12.20 Uhr. Es wird ernst. Die Mitglieder der königlichen Familie treffen ein. Prinz Harry kommt mit Trauzeuge William. Zur Freude der Zaungäste werden die Brüder zu Fuß zur Kirche schreiten. 12.55 Uhr. Als letztes Mitglied der Königsfamilie trifft Queen Elizabeth ein. 12.59 Uhr. Die Braut kommt. Um Punkt 13 Uhr beginnt dann die prunkvolle Zeremonie, die rund eine Stunde andauern wird. Danach verlässt das Paar die Kapelle und fährt in einer Escort-Landau-Kutsche durch die Straßen von Windsor zum Mittagsempfang bei der Queen. Um 20 Uhr steigt dann der große Hochzeitsball. Die Megaparty, die schmeißt übrigens Prinz Charles persönlich, wie schon 2011 für William und Kate. Dass die britischen Royals wissen, wie man Hochzeiten feiert, das haben sie im letzten Jahrhundert mehrfach unter Beweis gestellt. König Edward VIII. Versetzt der Führungselite des Landes einen wahren Schock, als er am 11. Dezember 1936 ankündigt, auf den Thron zu verzichten, um seine zweimal geschiedene Mätresse Wallis Simpson zu heiraten. Am 3. Juni heiratete er sie tatsächlich. Der rebellische Monarch nimmt die Amerikanerin auf dem abgeschiedenen Château de Conte an der Loire in Frankreich zur Frau. Die englischen Gazetten sind voll mit Berichten über die Skandalhochzeit. Ein König, der seine Liebe über das Vaterland stellt. Das hat die Welt oder zumindest Großbritannien noch nicht erlebt. Doch Edward bleibt stur. Er steht ohnehin im Widerspruch zur politischen Führung des Landes. Seine Ansichten sind den mächtigen Konservativen der Zeit zu sozial. Der widerspenstige Regent wird zur Gefahr. Er steht zu der Frau an seiner Seite und will mit ihr glücklich werden. Auf Druck von Politik und Kirche dankt er schließlich ab und geht ins Exil. Ja, der Eklat war groß, obwohl die Geschichte durchaus vergleichbar ist mit der jetzigen Situation zwischen Harry und Meghan. Der damalige König Edward VIII. Hat sich verliebt in eine zweimal geschiedene, allerdings Amerikanerin, und wollte die unbedingt heiraten. Und das war damals einfach noch nicht möglich. Das war ein starkes Stück damals, muss man sagen. Also damit hat niemand gerechnet, war ein Aufschrei und ein absoluter Liebesbeweis. Man hat ja fast den Eindruck gehabt, wenn man so Dokumentationen sieht, dass er ja absolut verfallen war, dass er ihr hörig war. Und er hat viel aufgegeben, um sie nicht zu verlieren. Er hat darum gekämpft, dass es nicht sein muss, aber dann die Wahl getroffen für diese Frau, die ihn, muss ich sagen, nicht immer glücklich, also sicher vielleicht privat, aber nicht immer glücklich gemacht hat. Er hat sehr darunter gelitten, dass er nicht mehr Teil der Königsfamilie war und dass er eigentlich nicht mehr akzeptiert war in England. Aber man muss sagen, das würde nicht jedermann tun, glaube ich, für eine Frau. Ganz lustig ist, wenn man sich die Unterschiede zwischen damals und heute anschaut. Es hat eine stille Übereinkunft der englischen Presse gegeben, darüber nicht zu berichten. Und es haben sich alle daran gehalten. Das muss man sich bei der Situation der heutigen Tabloids vorstellen. Aber natürlich sind die Informationen nach England über die Auslandspresse, die sich an dieses Abkommen natürlich nicht gehalten hat, nach England gedrungen. Und Wallis Simpson war eine in mehrfacher Hinsicht umstrittene Person. Wie gesagt, sie war zweimal geschieden und sie hat angeblich, während sie bereits ein Verhältnis zu King Edward hatte, auch eine Affäre mit einem Automechaniker. Also es gab wirklich genug Stoff. Und sogar der damalige britische Premierminister Neville Chamberlain hat gesagt, das ist ein Flittchen und die ist nur auf das Geld vom Edward aus. Und sie wird ihn ausnehmen wie eine Weihnachtsgans und dann sitzen lassen. Faktum ist, Edward VIII. Ist dann zurückgetreten, hat abgedankt. Und Wallis Simpson ist aber entgegen aller Prophezeiungen bei ihm geblieben bis zum Tod. Edward VIII. Hat dann noch bis in die 70er Jahre gelebt. Er durfte eigentlich nicht mehr nach England kommen. Es gab nur Ausnahmen, zum Beispiel wie seine Mutter Queen Mary gestorben ist, hat es war schon Queen Elizabeth II., ihm eine Ausnahmegenehmigung gewährt, dass er für die Zeit des Begräbnisses englischen Boden wieder betreten darf. Überwiegend lebt das Paar in den USA, Frankreich, aber auch der Schweiz und Österreich.
Für ihn rückt sein Bruder Prinz George, der Sechste in der Thronfolge, nach. Der Vater der heutigen Königin wird vom Volk bejubelt. Er ist beliebt, genau wie seine Verlobte, die Aristokratin Elizabeth Boseleyan. Edward und Elizabeth heiraten in der Westminster Abbey. Das frisch vermählte Paar zeigt sich dem Volk auf dem Balkon des Buckingham Palace. England jubelt. So einen König haben sich die konservativen Briten gewünscht. George erfüllt alle Erwartungen. Aus der Ehe stammen die Töchter Elizabeth und Margaret. Eine entzückende Familie, welche beliebt ist bei den Untertanen. Tradition wird hochgehalten und gelebt. Die Prinzessinnen wachsen bodenständig auf. Während dem Krieg helfen sie und arbeiten in Lazaretten mit. Doch insbesondere Elizabeth steht im Fokus der Öffentlichkeit. Sie wird eines Tages Königin von Großbritannien sein, schon früher, als sie damals ahnt. Ein passender Mann für die junge Prinzessin ist schnell gefunden. Ein wenig Unterstand, aber immerhin ein Adeliger. Am 9. Juli 1947 verlobt sie sich mit Prinz Philipp von Griechenland. Nur 4 Monate später heiratet das Paar an einem nebeligen Novembertag in der Westminster Abbey. 2000 geladene Gäste sind bei dem historischen Moment dabei und bewundern das elegante Paar. Die Hochzeit von Queen Elizabeth mit Philipp war meiner Meinung nach eine absolute Liebeshochzeit. Sie hat ihn wirklich geliebt und hat sich auch durchgesetzt gegen viele Kritiker. Musste ja damals auch übertragen werden und sie hat ja Philipp auch die Oberführung gegeben. Darum hat er gebeten und er hat gesagt, es ist schön, dass du jetzt die Königin bist, aber ich will Prinz sein, ich will eine Hoheit sein. Und das hat sie alles durchgezogen und sie hat ihn wirklich geliebt. Man kann im historischen Kontext über die Hochzeit von Elisabeth und Philipp sagen, dass nicht alles eitel Wonne und Sonnenschein war von allen Anfang an. Man darf nicht vergessen, England hat einen erbitterten Krieg gegen Deutschland geführt. Der war noch gar nicht lange vorbei. Philipp galt als, hieß zwar Mountbatten, aber kam aus dem, das ist die englische Übersetzung des deutschen Geschlechtsnamens Battenberg. Er kam aus Deutschland. Die Queen Mom hat über ihn gesagt, er ist ein Hunne. Hunne ist ein beliebtes Schimpfwort der Engländer für die Deutschen. Und Philipp hatte es sicher von Anfang an nicht leicht gehabt. Die Frage, hat sie als Frau geheiratet? Ich glaube schon. Sie hat ihren Kopf durchaus durchgesetzt und hat auf Philipp bestanden. Die Hosen an hat wahrscheinlich letztendlich dann immer die Queen aufgrund ihrer Funktion. Aber man hat bei The Crown, ich bin ein großer Fan von der Serie, ja sehr gut die jungen Jahre gesehen. Und da hat sie sich auch immer wieder untergeordnet und auch, sie hat ja auch Kinder mit ihm bekommen. Und er war ein ziemlicher Filou, es gab auch Ehekrisen, die sie dann aber aufgrund ihrer Position meistern musste. Da gab es damals keine Scheidung, das war keine Option. Und immer mehr diese Stärke musste Philipp akzeptieren und er hat sehr revoltiert gegen alles, aber am Ende hat sie gesiegt und die Ehe ist bestanden. Aber ich glaube, da gab es Phasen, da war die Ehe auch nicht existent im klassischen Sinne. Unter den Brautjungfern ist Prinzessin Margaret. Zur Zeremonie trägt die Thronprinzessin eine Satinrobe von ihrem Hofschneider Norman Hartnell. Mit über 10.000 Perlen und Kristallen ist diese bestickt und einer fast 4 Meter langen Spitzenschleppe ausgestattet. Dazu kombiniert die heutige Queen Brautschuhe aus Satin Duchesse mit perlenbestickten Spangen aus Silber. Den Schleier der Braut trug einst schon ihre Mutter bei der Hochzeit. Die Perlenkette war ein Geschenk ihrer Eltern und das Diadem kam von der Großmutter. Die Briten feiern ihre Thronprinzessin, die sichtlich verliebt in ihren Prinzgemahl ist. Philipp Mountbatten wird in guten und schlechten Zeiten zur Seite stehen. Das wird er mehrfach unter Beweis stellen. Während Beständigkeit das Liebesleben von Elizabeth prägt, sorgt Schwester Margaret für einen kleinen Skandal. Die hübsche Prinzessin liebt Luxus und die Männer. Pilot Peter Townsend ist jahrelang eine heiße Affäre von ihr. Der Oberst ist geschieden. Eine königliche Hochzeit kommt nach der damaligen Meinung auf keinen Fall in Betracht. Nach einigen Jahren beendet Margaret die Beziehung. Offensichtlich ist ihr der gesellschaftliche Stand zu wichtig, um ihn für die Liebe aufzugeben. Vielleicht aber beendet sie die Beziehung auch deshalb, weil sie bereits einen anderen ins Auge gefasst hat. Anthony Armstrong Jones, ein Fotograf. Das Interesse für die schönen Dinge im Leben verbindet die beiden. Die Verlobung wird bekannt gegeben. Das Paar erstrahlt in Harmonie. Mit dem Ring am Finger wird die umtriebige, für Partys bekannte Prinzessin endlich ruhiger werden, erhofft man sich in aller Stille hinter den Palastmauern.
Margaret heiratet Anthony in einer pompösen Zeremonie in der Westminster Abbey. Die Königinmutter, wie so oft an ihrer Seite Lieblingsenkel Charles, blickt voll Stolz auf ihre jüngste Tochter. Als die beiden die Kirche verlassen, scheint der Weg frei in ein Leben ohne Sorgen. Keiner ahnt damals, dass die Persönlichkeiten zu unterschiedlich sein werden. Außereheliche Affären sollen später an der Tagesordnung stehen. Völlig skandalfrei läuft die Ehe von Elizabeth. Die Königin regiert ihr Land und managt nebenbei noch eine Kinderschar. Thronprinz Charles, seine Schwester Anne und die beiden Nachzügler Prinz Andrew und Prinz Edward. Die royale Familie wirkt harmonisch, nicht gestellt, sondern weil sie es wirklich ist. Die Geschwister verstehen sich, insbesondere Charles und Anne. Sie teilen einen Freundeskreis und Interessen. Vor allem das Reiten ist ihre gemeinsame große Leidenschaft. Eine Leidenschaft, die für Anne auch zur Liebe wird. Die Prinzessin heiratet am 14. November 1973 Captain Mark Phillips, einen Ausnahmesportler. Der Springreiter holt olympisches Gold für Großbritannien. Vor den Augen ihrer Familie und Hunderten von hochkarätigen Gästen aus aller Welt gibt sich das Paar das Ja-Wort. Es ist eine Hochzeit von höchstem gesellschaftlichem Interesse. Der Sportler und die Prinzessin. Fast ein kleines Märchen. Begeisterung erntet das Brautpaar auch für das Styling der Pagen- und Blumenkinder. Das Schottenkaro kommt vor allem im Commonwealth gut an. Aus der Ehe werden zwei Kinder hervorgehen. Doch für die Ewigkeit ist sie nicht. Am 28. April 1973 lässt sich das Paar scheiden. Die schönste Hochzeit aller Zeiten, das sollte eigentlich jene von Charles und Diana werden. Doch von Anfang an ist ein bittersüßer Beigeschmack beim jungen Paar. Die unschuldige Diana, der arrogante Charles. Oder auch die Schöne und das Biest. Seine Kaltherzigkeit stellt Charles bereits im Verlobungsinterview auf traurige Art und Weise unter Beweis. And I suppose in love. Of course. Whatever in love means. Was immer Liebe bedeutet, dieser Satz brennt sich in Dianas Herz ein. Später wird sie ihn dafür hassen. Doch damals glaubt sie noch an die große Liebe. An ihrem Hochzeitstag gewinnt sie das englische Volk endgültig für sich. Zauberhaft schwebt sie durch den Gang der Westminster Abbey, die blonden Haare sanft in die Stirn frisiert, ein strahlender Blick aus den taubenblauen Augen und ein Lächeln. So schüchtern, als würde sie selbst nicht glauben, welches Märchen sie gerade erlebt. Diana glänzt und strahlt wie keine Braut vor oder nach ihr. Ihr Charisma ist einzigartig. Die Aura, die sie schon damals umgibt, ist zauberhaft. Sie zieht alle in ihren Bann, nur nicht Charles. Selbst am Hochzeitstag wirkt er blasiert. Die Menge jubelt vor dem Buckingham Palace. Tausende sind gekommen, um das Brautpaar zu sehen und Teil der Geschichte zu werden. Ja, die Hochzeit von Charles und Diana ist, glaube ich, für alle für immer im Gedächtnis. Ich kann mich auch noch gut erinnern, als ich ein Kind war und diese Hochzeit gesehen habe. Und das Unglaublichste war natürlich diese Schleppe, die über 7 Meter hatte und die längste Schleppe, irgendwie, glaube ich, damals aller Zeiten war. Ach, was habe ich in den 80ern gemacht? Viel, aber an dem Tag habe ich wahrscheinlich das Gleiche wie 1-2 Milliarden anderer Menschen gemacht, nämlich vor dem Fernseher sitzen und mir diese Bilder anzuschauen. Diese elenden Puffärmeln, fürchterlich. Aber sie war trotzdem eine Inspiration für das komplette Königshaus. Sie hat das Image der Royals sowas von gewandelt, bis zu dem Zeitpunkt, wo es halt dann eher unlustig wurde in der Ehe. Ich kann mich an den Tag der Hochzeit erinnern. Ich war damals noch Student und habe Briefe ausgetragen und in die Wohnungen, in die ich hineingekommen bin, wenn ältere Damen vor dem Fernseher gesessen sind, waren sie aufgeputzt und haben, und zwei von ihnen haben sogar ein Glas Sekt neben sich stehen gehabt. Also die Hochzeit ist wirklich damals weltweit gefeiert worden. Das Kleid, als Kind hat es mir gefallen, heute finde ich es fürchterlich, aber es ist natürlich in die Geschichte eingegangen, weil eben diese Puffärmel, dieses Übertriebene und dieser 80er-Style für damals grandios, heute wäre es undenkbar. Sie wollte, glaube ich, auch nie wirklich jetzt Prinzessin werden und das werden, was sie schließlich verkörperte, nämlich die Königin der Herzen zu sein. Sie wurde in die Rolle reingedrängt und wurde aber auch ziemlich alleingelassen von Charles. Er hat immer wieder Affären, hat mir jemand damals schon nachgesagt. Ich werde nie vergessen den Ausspruch, lass mich dein Tampon sein, am Telefon zu Camilla. Und wenn du mit dem Mann verheiratet bist und sowas kommt an die Öffentlichkeit, ich glaube nicht, dass man sich da jetzt sonderlich gut fühlt. Und sie haben sich auch immer weiter entfernt. Ich kann mich auch noch sehr, sehr gut erinnern, 1992, wie die ganze Affäre aufgeplatzt ist und dann letztendlich es zur Scheidung kam. Ich glaube, die historische Bedeutung für Diana liegt
darin, was sie durchaus ungewollt, aber dass sie zu einer Modernisierung des Königreichs und der Königin selbst beigetragen hat. In den 90er Jahren war das Königshaus lange nicht so beliebt, wie es heute beliebt ist. Die Diana-Krise war noch war der Gipfel und hätte man damals abgestimmt über einen Fortbestand der Monarchie, wäre das wohl zu Ungunsten der Monarchie ausgegangen. Wenn man heute abstimmen lässt, wäre das ein triumphaler Sieg für die Monarchie. Vorbei ist auch diese Ehe mittlerweile. Charles' kleiner Bruder Andrew schnappt sich eine echte Skandalnudel. Oh Gott, Fergie, Skandalnudel ist... ja, was soll man da noch sagen? Allein wenn ich mir ihre Outfits anschaue, sie war ja immer das Enfant terrible der britischen Royals mit den schrillen Farben, mit Puffärmeln. Fairerweise muss man dazu sagen, es waren die 80er, wir haben alle nicht besser ausgeschaut wahrscheinlich. Aber ja, sie war einfach immer das schwarze Schaf der Familie. Sarah Ferguson, bekannt als Fergie. Knallrote Haare, laut lachend, frivole Witze reißend und die Etikette auch ganz gern mal vergessend, ist sie alles, nur keine adäquate Prinzessin. Auch wenn sie die Royals von klein auf kennt, ihr Vater managt schließlich das Polo-Team von Prinz Charles. Die Ehe bleibt eine Zeit lang leidenschaftlich und glücklich. Fergies beste Freundin wird Diana. Doch das Temperament der zügellosen Ex-Sekretärin geht mit ihr durch. Eine Affäre nach der anderen wird ihr nachgesagt, bis Paparazzi sie dann tatsächlich erwischen. Am Pool mit dem texanischen Millionär John Byron, der unglücklicherweise gerade an ihren Zehen nuckelt, als der Kameramann abdrückt. Stolz ist Fergie auch auf ihre Töchter. Beide sind erfolgreich. Die jüngere, Eugenie, hat sich kürzlich verlobt. Dennoch geraten die beiden Mädchen immer wieder ins Kreuzfeuer der allgemeinen Kritik. Von ihrer Mutter haben sie den Babyspeck geerbt, der sich in Backfischjahren hartnäckig hält. Und nicht nur den. Auch der fragwürdige Modegeschmack der Herzogin von York hat sich auf die Mädchen übertragen, was besonders bei der Hochzeit von William und Kate ins Auge sticht. Was hat Andrew an Fergie fasziniert? Vielleicht das doch ein bisschen Verruchte und das Verrückte, weil die Royals sind ja alles so brav. Wobei Andrew ja eigentlich auch immer so ein bisschen kein Kostverächter war. Vielleicht hat ihn das an ihr fasziniert, nur anscheinend hat er in ihr seinen Meister gefunden. Kritik erntet auch Prinz Edward, der jüngste Sohn der Queen. Er erwählt die Tochter eines Autohändlers. Unkenrufe werden laut, Sophie Rice-Jones sei berechnend und dem verträumten Prinz um Welten überlegen. Eine schlechte Kopie von Prinzessin Diana, ätzt die Presse damals ob ihres Looks. Doch das Paar widerlegt sämtliche Gerüchte. Bis heute sind sie glücklich verheiratet und leben ruhig und zurückgezogen. Bemerkenswert ist auch die Hochzeit, die am 9. April 2005 stattfindet. Es ist eine Liebesheirat. Nach Jahrzehnten der wilden Ehe und geheimen Affäre heiratet Charles endlich seine Jugendliebe Camilla Parker Bowles. Vor der St. George Chapel präsentiert sich das Paar im besten Alter. Selten hat man Charles befreiter Lachen gesehen und auch Camilla wirkt königlich in ihrem himmelblauen Kleid und dem prätentiösen Goldfächer im blonden Haar. Das Volk hat sich ausgesöhnt mit dem einstigen Hassobjekt Nummer 1. Keiner nennt die Herzogin von Cornwall. Ihr Titel seit der Hochzeit lautet heute noch Rottweiler. Wie damals, als zu Lebzeiten Dianas ihre Affäre mit Prinz Charles auffliegt. Bis heute sind die beiden ein Paar, das gemeinsam durchs Leben geht. 30 Jahre nach der Märchenhochzeit von Charles und Diana erlebt die Welt erneut eine Jahrhunderthochzeit. Prinz William, Zweiter in der Thronfolge, verlobt sich nach 9 Jahren Beziehung mit Dauerfreundin Kate Middleton. Eine Bürgerliche, die alles richtig macht. Sie funktioniert an seiner Seite, ist seine beste Freundin und liefert dem Volk, was es sich am meisten wünscht, ein Märchen. In einem Traumkleid von Alexander McQueen schreitet Kate am Arm ihres Vaters Michael über den roten Teppich in die Westminster Abbey, um Prinz William zum Mann zu nehmen. Die 2 Meter und 70 Zentimeter lange Schleppe trägt ihre Schwester, Pippa Middleton. Die Welt kann sich kaum satt sehen, vor allem Pippas Kehrseite. Die macht fast noch mehr Schlagzeilen als Kates Hochzeitskleid. Als das Brautpaar die Kirche verlässt, besteht kein Zweifel an der Liebe der beiden. Kate und William sind ein Team, wie füreinander geschaffen. William wird einst König sein und Kate seine Königin. Also wir haben diese Hochzeit wirklich live erlebt, aber auch gleich verarbeitet zu einem Sonderheft. Es war sehr aufregend, das war historisch, würde ich sagen. Und das ist dann immer wieder, was einem später erst bewusst wird, dass man dann doch etwas sieht, was, worüber man in 100 Jahren wahrscheinlich noch irgendwo lesen oder sehen oder Dokus sehen wird.
Das war ein irres Spektakel. Der Thronfolger heiratet. Ja, also es war alles perfekt. Und man hat ja auch den beiden diese Liebe geglaubt. Ja, Kate und William, die Hochzeit, war natürlich schon das moderne Märchen. Das ist das Neue gewesen, dass es schon etwas moderner war. Sie hatte ein Sarah Burton-Kleid als eine Designerin, die schon sehr, sehr bekannt war. Und nicht eine Schneiderin wie damals. Lady Diana hatte ein Schneider-Duo, das niemand kannte. Damals. Sarah Burton kannte man natürlich ganz genau als Alexander McQueen Designerin. Ja, es war das ein absoluter Traum, diese Hochzeit, obwohl sie ja fast durch Piper ein bisschen ausgestochen wurde, die liebe Kate. Naja, sie hat über 400.000 dafür hingelegt. Also das muss man schon sagen, also dieses Budget hat kaum eine Braut. Und sie hat, finde ich, dem Anlass entsprechend eine gute Robe gehabt. Ich persönlich fand es jetzt, ja, es ist okay gewesen für mich. Also ich war, glaube ich, nicht so verliebt in dieses Kleid. Aber was soll man sagen, wenn man diese Möglichkeiten hat, ist es natürlich trotzdem ein Top-Kleid gewesen. Hat alles, also man darf ja nicht zu viel zeigen, hat trotzdem Haut gezeigt. Es war spitze dabei. Sie hat super ausgeschaut. Also das Make-up war perfekt. Also das muss ich ehrlich sagen. Das hat mich sehr überrascht. Sie hat wirklich fast surreal schön ausgesehen an dem Tag. Und das ist das, worum es ging. Das Volk ist damit einverstanden. Denn bei den Bildern muss man zum glühenden Fan der Monarchie werden. Während Kate durch ihre Schönheit besticht, sorgt Harry wie immer für die Lachnummer. Er bespaßt die Blumenkinder und auch Brautjungfer Pippa Middleton scheint hier einem Flirt nicht ganz abgeneigt. Die Briten sind begeistert von ihren Royals. Mit Fahnen bewaffnet wird gewunken, was das Zeug hält. Das junge Glück genießt die Kutschenfahrt. Begleitet von der königlichen Garde geht's durch die Straßen Londons zum Buckingham Palace. Und dort gibt's dann den Kuss. Und weil er ach so schön war, sogar noch einen zweiten. Jetzt auf OE24TV. Royale Hochzeiten, die große Sondersendung. Alles zu den schönsten Liebesheiraten aller Zeiten, zu historischen Verbindungen und großen Momenten. Unvergessliche Hochzeiten im britischen Königshaus, Amerikanerinnen, die wie Meghan Prinzen geheiratet haben und Bürgerliche, die durch ihre Hochzeit Macht und Krone erlangen. Royale Hochzeiten. Erleben Sie noch einmal Highlights der Geschichte. Diana, Kate, Grace Kelly, Königin Silvia und viele mehr. Jetzt Royale Hochzeiten, die große Sondersendung, nur auf OE24TV. Meghan Markle wird ein Royal. Für eine Amerikanerin ist es tatsächlich etwas eher Ungewöhnliches, haben die Vereinigten Staaten zwar eine lange Geschichte an Präsidenten, Selfmade-Millionären und Hollywood-Adel, aber echte Aristokratie, die gibt's nicht im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Wer hier auf den Zenit will, der muss schon Präsident oder noch besser Schauspieler werden. Doch nicht irgendeiner. Vor allem in Los Angeles gilt. Ein echter Star ist nur der, der auch im Kino zu sehen ist. Ansonsten ist die Traumfabrik übersät von gut aussehenden Jungschauspielern, die in Serien unterkommen, aber niemals den Sprung auf die Leinwand schaffen. Eine davon ist auch Meghan Markle. Zwar verdient die 36-Jährige ganz gut und geht mit einer $500.000 im Jahr nach Hause, das aber gilt in Hollywood als Taschengeld. Und wer nicht auf der Einladungsliste der Oscarverleihung steht, hat ohnehin in Wahrheit gar nichts zu sagen. Dennoch kann man Meghan beglückwünschen. Nur wenige schaffen auch den Sprung in eine Serie, vor allem in eine, die echt gut läuft. Suits ist ein echter Erfolgshit. Gedreht wird die Anwaltsserie in Kanada und Meghan haucht dem trockenen Business ganz schön Sexappeal ein. Das verrät sie auch im Interview mit dem exklusiven Onlineshop theoutnet.com. Seit Meghan bei Suits arbeitet, hat sich ihr Stil ganz schön verändert, erklärt die Schauspielerin. Ihre Serienrolle Rachel trägt stylische Accessoires, hautenge Bleistiftröcke und weiß ganz genau, wie sie die Männer so richtig nervös macht. Meghan hat den Stil ihrer Rolle mitgeprägt. Vor allem der Schmuck hat es der selbstbewussten Schauspielerin angetan. Große Ohrringe, die für Glamour sorgen. It is true that all of the jewelry that I wear on Suits is my own. My style icon, it's pretty
Ihr ganz, ganz großes Fashion-Vorbild ist übrigens Gwyneth Paltrow. Clean Chic hat es der 36-Jährigen einfach angetan. Die Must-Haves im Kleiderschrank sind für Meghan schmalgeschnittene schwarze Hosen, Kaschmirpullis, Bleistiftröcke und natürlich das perfekte Paar Jeans, ganz typisch für eine Amerikanerin. Ja, und dann auch noch ein richtig sexy Kleid, das toll aussieht und in dem sich Frau trotzdem so richtig wohlfühlt. Meghan hat den Dreh einfach raus. Den coolen US-Style hat die Schauspielerin perfektioniert. Selbstbewusst ist ihr sexy und verführt wird mit einem Lächeln. Und trotz ihrer einzigartigen Ausstrahlung ist sie nicht die erste Amerikanerin, die sich einen blaublütigen Aristokraten angelt. Der wäre zum einen Wallis Simpson. King Edward VIII. Verliebt sich in die bereits zweimal geschiedene Amerikanerin und heiratet sie. Für sie gibt der Monarch sogar den Thron auf. Das ist wohl wirklich wahre Liebe zur Made in America, aber nicht in Hollywood. Dafür sorgt eine andere. Die Stilikone Grace Kelly. Am 5. Jänner 1956 tritt sie gemeinsam mit Fürst Rainier von Monaco vor die Presse. In Pennsylvania verkündet der Herrscher über das Fürstentum an der Côte d'Azur seine Verlobung mit der wohl schönsten Schauspielerin aller Zeiten. Während sich der Regent scheinbar ein wenig unwohl vor der Kamera fühlt, bezaubert die Kelly, wie sie es immer tut. Needless to say, I'm very, very happy. Miss Kelly, when is the wedding going to be? We haven't planned the exact date as yet. You haven't made any plans yet? It will be after Easter. Aufgewachsen in der amerikanischen Vorstadt-Idylle von Pennsylvania, erinnert heute nur mehr eine Gedenktafel an die gutbürgerlichen Wurzeln der Oscar-gekrönten Schauspielerin, die Hollywood verließ, um Fürstin zu werden. Anne Sheehan aus der Gemeinde erinnert sich, wie die Amerikaner auf die Nachricht reagiert haben. Everyone was so excited in the neighborhood because jeder war so aufgeregt hier. Wir alle dachten, die Hochzeit könnte hier stattfinden, in unserer Kirche. Die Geschäftsleute waren begeistert. Sie wollten Blumen, Haarschnitte und alles andere anbieten, was irgendwie benötigt werden könnte. Natürlich haben sie nicht hier geheiratet, aber es war lustig, darüber nachzudenken. Genau wie Meghan zieht auch Grace Kelly für die Liebe zu ihrem Fürst nach Europa. Damals war der Kulturunterschied noch wesentlich größer und anders als Meghan musste Grace auch Französisch lernen. Die Hochzeit im Fürstentum ist schöner als jedes Hollywood-Drehbuch sie schreiben könnte und Grace Kelly wird allen Erwartungen gerecht. Glamour, Grazie und Eleganz. Sie vereint als Braut alle Attribute. Ihre kühle Schönheit fasziniert und zieht nicht nur Rainier in ihren Bann. Ja, die Hochzeit von Grace Kelly war wirklich das geliebte Märchen und ist es bis heute und auch wenn es schon sehr, sehr lang her ist, einfach unvergesslich. Ja. Ich glaube genau, das war eben eine Inszenierung, die es heute fast nicht mehr gibt, diesen Glamour, diese Patina, ich weiß nicht, das bis heute finde ich immer noch tragbar, natürlich auch konservativ, aber ja, diese Frau ist einfach schön und egal, was man ihr anzieht, denke ich, hätte sie es mit Würde und mit einer Grandezza getragen. Das, glaube ich, hängt auch zusammen, dass es Grace Kelly war, die dieses Kleid getragen hat. Bis heute unvergessen ist ihr Kleid aus feinster Seide und Spitze. Die hohe Taille mit dem breiten Bund wird noch Jahrzehnte später Bräute auf der ganzen Welt inspirieren. Grace Kelly oder Grazia Patrizia, wie die Fürstin nach der Hochzeit heißt, ist ein Ebenbild von Anmut und Stil. In ihrer amerikanischen Heimatstadt erinnern noch heute eine Tafel vor der Kirche und aufwendige Wandmalereien in der Kirche an die Hochzeit der berühmtesten Tochter der Stadt im fernen Europa. Der Säbel als Symbol für den Bräutigam, die Handtasche für die Grazia Patrizia. Später wird auch ein berühmtes Modehaus der Fürstin eine widmen, die Kelly Bag von Hermes. Bis heute ein Klassiker, der von Stil, aber vor allem von Geld zeugt. Ihre Anfänge macht Grace Kelly in einer kleinen Schauspielschule. Genau wie bei Meghan ist es von klein auf ihr Wunsch, im Rampenlicht zu stehen. Doch während Meghan durch ihren Vater fast zufällig hineinrutscht in das Business, weil sie sich von der Welt angezogen fühlt, arbeitet Grace Kelly hart an ihrem Erfolg. Und sie verdient ihn sich. Ob Theater oder Kinoleinwand. Die Amerikanerin ist ehrgeizig und erfolgsverwöhnt. Umso mehr schmerzt es sie, dass in der neuen Heimat ein kalter Wind entgegenschlägt. Das erzählt ihr Cousin John F. Lehman. She went through some awkward years getting the people in Monaco to accept her. Es hat einige Jahre gedauert, bis die Leute in Monaco sie akzeptiert haben. In den ersten Jahren war auch die Sprache ein Problem. Aber sie stürzte sich hinein und lernte Französisch, die monegassische Kultur. The Monégasque culture and French culture and so. It didn't take too long before she was their princess.
Auch der Sohn der Fürstin, der regierende Fürst Albert, hat in Erinnerung an Erzählungen seiner Mutter Meghan gewarnt vor dem Umzug in ein fremdes Land und vor allen Dingen diesen zu unterschätzen. Doch anders als Grace Kelly spricht Meghan bereits die Sprache. Und das Großbritannien von heute ist sicherlich wesentlich offener als das Monte Carlo von damals. Der Vergleich zwischen Meghan und Grace ist durchaus berechtigt, weil sie beide nicht nur aus Amerika kamen, sondern weil sie beide aus der Filmbranche waren und weil sie beide das Märchen wahr werden ließen, eine Prinzessin zu werden oder eine Fürstin. Meghan und Grace Kelly haben wahrscheinlich ihre Herkunft gemein und dass sie aus Amerika kommen, dass sie Schauspielerinnen waren. Man muss sagen, Grace Kelly war ein größerer Star damals. Sie war Oscar-Preisträgerin und ich glaube, man kann sie insoweit nicht vergleichen, weil sie um einiges naiver in diese Sache hineingegangen ist. Sie war ein gut behütetes, aus gutem Hause kommendes Mädchen am Ende des Tages, die in einer Zeit gelebt hat, wo sie Männern die Führung übergeben hat, sowohl den Regisseuren, wie auch dann letztendlich ihrem Ehemann. Also ich glaube nicht, dass Grace Kelly jemals bereut hat, als Oberhaupt von Monaco. Ich meine, du hast eine Aussicht aufs Meer, du hast Yachten, du hast schöne Autos. Was gibt's da zu bereuen? Und es ist auch nicht so wie in England, dass man da in so ein enges Korsett geschnürt wird, was die Etikette angeht. Man weiß ja auch heute, Charlene und Albert sind ja doch eher locker auch. Also den Umzug hat sie sicher nicht bereut. Meghan hat sich bereits ausgezeichnet eingelebt. Dafür hat eine Reihe von PR-Besuchen und Charity-Auftritten gemeinsam mit Harry, Kate und William oder sogar der gesamten royalen Familie im Vorfeld der Hochzeit gesorgt. Die Liebe von Fürst und Hollywood-Star wird gekrönt mit einem Kind. Im Januar 1957, nur wenige Monate nach der Hochzeit, schenkt die Grazia Patrizia ihrem Gemahl ein Mädchen. Die kleine Prinzessin Caroline lässt die Ablehnung im Volk gegen die aus der Fremde kommende Fürstin dahinschmelzen. Zu entzückend ist die kleine Familie, der Fürst so glücklich wie nie zuvor. Ganz Hollywood-like lässt der Hof hunderte Ballons in den Farben Weiß und Rosa in den Himmel schweben. Auch Marie-Chantal Miller, der Tochter eines amerikanischen Milliardärs, gelingt der ganz, ganz große Fang eines echten Royals. Sie angelt sich den griechischen Prinz Pavlos. Die beiden leben übrigens in London, der neuen Heimat von Meghan Markle. Ein echtes Jersey Girl ist Königin Nur, in ihrem früheren Leben jedenfalls gewesen. Seit ihrer Hochzeit mit König Hussein regiert sie an seiner Seite Jordanien. Was auch nicht viele wissen, ist, dass Prinzessin Lee Radziwill von Polen eigentlich aus den USA kommt. Sie ist die Schwester von Jackie Kennedy. Der Biograf Randy Taraborelli erzählt, wie fasziniert die Amerikanerin von dem Titel war. Lee loved being called a princess. It was something that gave her a lot of pleasure, and she made sure that people in her life referred to her. Sie liebte es, Prinzessin zu sein, wollte auch immer so genannt werden, vor allem in den Medien. Es passte auch zu ihr, sie hatte die Manieren und die Ausbildung. Wenn sie keine geworden wäre, wäre es eine Zeitverschwendung der Erziehung ihrer Mutter gleichgekommen. Die Schwestern Jackie und Lee waren zufrieden. Eine hatte den US-Präsident, die anderen einen echten Prinzen. Und Geld hatten sowieso beide. Auch Meghan unterstellen ihre Gegner, dass sie in Wahrheit gar nicht an Harry interessiert sei, sondern einfach nur die Aufmerksamkeit wolle und vor allen Dingen den Titel als Trophäe sehe. Anne Sipper hat ein Buch über Wallis Simpson geschrieben. Eine Biografie über die Frau aus Amerika, die es tatsächlich geschafft hatte, dass ein König auf seinen Thron verzichtet und die es dennoch nicht zustande bringen konnte, dass die Briten sie akzeptierten. Zu groß waren einfach die Kulturunterschiede. I think the problem for Wallis really was that she was brash. She would walk into a room and she would say, ich denke, das Problem für Wallis war, dass sie vulgär war. Sie kam in einen Raum, sagte, hi, ich bin Wallis, war behängt mit Schmuck und begann über Geld zu reden. Ihre Freunde waren geschieden wie sie. Sie hatte einen lockeren Umgang mit Religion und sie fand das ganz normal. Sie könnte die britische Gesellschaft nicht für sich gewinnen. Die war schockiert über ihre direkte Art. Edward liebte das natürlich. So outspoken. She was not deferential. Of course, for Edward, he loved that. In dem Haus, in dem Wallis Simpson in Amerika aufgewachsen ist, befindet sich heute ein Museum über sie. Ob auch Meghans Mutter irgendwann ihr Haus einem solchen Zweck widmet, das bleibt abzuwarten. Scheint aber irgendwie fast wahrscheinlich, dass irgendein findiger Investor auf die Idee kommt. Dass Meghan ein ähnliches Schicksal erwartet wie Wallis Simpson und sich die Briten womöglich gegen sie stellen könnten, das glaubt die Biografin nicht. Wallis und Edward waren
outcasts from the beginning of their married life, and that was really what set the tone of bitterness. And Wallace und Edward waren Verstoßene und führten eine eisige Beziehung zu den Royals. Harry und Meghan haben das Problem nicht. Sie werden mit offenen Armen empfangen, und das ist der große Unterschied der royalen Familien heutzutage. And as far as I see it, that's really the critical point of the royal family today. Meghan ist schon jetzt eingebunden in das Arbeitsleben der Royals. An der Seite von Harry nimmt sie Termine wahr, repräsentiert das Königshaus und setzt sich ein für karitative Zwecke. Besonders Kinder haben es dem Paar angetan, und es ist zu erwarten, dass schon bald nach der Hochzeit Baby-News ins Haus stehen. In den USA verfolgen die Menschen das Schicksal von Meghan bei Hof. Auch der Cousin von Grace Kelly, die als Fürstin Grazia Patrizia in die Geschichte eingeht, beobachtet sie genau. Alles deutet auf eine erfolgreiche Ehe hin. Besser als Grace kann ihr Vorbild nicht sein. Was feststeht, ist, dass Meghan aus den Fehlern anderer Amerikanerinnen, die in Königshäuser eingeheiratet haben, gelernt hat. Sie gibt schon vor der Hochzeit alles, um sich den Briten anzupassen. Das Volk liebt sie. Bis jetzt hat Meghan einfach alles richtig gemacht. Jetzt auf OE24TV. Royale Hochzeiten, die große Sondersendung. Alles zu den schönsten Liebesheiraten aller Zeiten, zu historischen Verbindungen und großen Momenten. Unvergessliche Hochzeiten im britischen Königshaus, Amerikanerinnen, die wie Meghan Prinzen geheiratet haben, und Bürgerliche, die durch ihre Hochzeit Macht und Krone erlangen. Royale Hochzeiten. Erleben Sie noch einmal Highlights der Geschichte. Diana, Kate, Grace Kelly, Königin Silvia und viele mehr. Jetzt Royale Hochzeiten, die große Sondersendung. Nur auf OE24TV. Wenn ein Prinz Hochzeit feiert, dann ist das immer eine große Sache für das ganze Königreich. Harry heiratet seine Meghan und die ganze Welt sieht zu. Besonders ist die Hochzeit vor allem deshalb, weil die Auserwählte alles andere als eine typische Adelsbraut ist. Amerikanerin, bürgerlich, Schauspielerin mit afroamerikanischen Wurzeln. Nichts von all dem ist typisch für das britische Königshaus, das als eines der protokollstrengsten der Welt gilt. Doch die Queen öffnet die Monarchie und modernisiert sie. Eine Bürgerliche ist, anders als noch zu Zeiten von Charles und Diana, bei Hof herzlich willkommen. Und auch Meghan ist nicht die Erste, die in den Adelstand hineinheiratet. Berühmtestes Beispiel ist die amerikanische Schauspielerin Grace Kelly, die Fürsterin je zum Mann nimmt. Für die Liebe ändert sie alles. Sie zieht ins mediterrane Monte Carlo und lernt Französisch. Glücklich wird sie allerdings nicht. Sie bleibt für immer die schöne, unnahbare Fremde. Auch Hope Cook ist Amerikanerin. Für die damalige Zeit ist sie so etwas wie ein It-Girl und sie strebt nach Höherem. Auf einer Indienreise lernt sie 1959 in der Lobby eines Luxushotels den doppelt so alten und verwitweten Kronprinz von Sikkim kennen. 4 Jahre später heiratet das Paar in einer exotischen Zeremonie. Weniger exotisch, dafür aber mit umso mehr Herz läuft es in Norwegen. Prinz Harald kann, nach jahrelangen geheimen Treffen, endlich die bürgerliche Sonja Haraldsen zur Frau nehmen. Also ein Brautpaar, das mich wirklich beeindruckt hat, damals, wo eine Bürgerliche einen Prinzen geheiratet hat, war zweifelsohne Sonja von Norwegen, die eine sehr, sehr taffe, starke Frau ist. Und ja, aber ich glaube, ganz prinzipiell ist es einfach ganz schön, wenn bürgerliche Frauen es schaffen, ihre Frau zu stehen und einfach stark aufzutreten und trotzdem auch ein bisschen diesen Märchenglamour reinzubringen. Der Hof versucht, die Eheschließung erst zu verbieten, doch der Thronfolger bleibt stur. Er besteht darauf, entweder Sonja oder keine. Und so gibt es schlussendlich freie Fahrt für die Ehe, und bis heute sind die beiden glücklich. Auch im Nachbarland Schweden macht der junge König Carl Gustav eine Bürgerliche zu seiner Königin. Silvia Sommerlath ist Deutsche. Bei den Olympischen Spielen arbeitet sie als Hostess. Dort verliebt sich der Monarch in die um einige Jahre ältere Schönheit. Am 19. Juni 1976 heiratet das Paar in Stockholm. Anfänglich im Hoftratsch, Silvia könne niemals eine echte Adelige werden, widerlegt die hochintelligente mehrsprachige Braut. Sie steht zu ihrem Mann in guten wie in schlechten Zeiten und beweist damit wahrhaft königliche Größe. Das Volk liebt Silvia, eine bessere Königin hätte sich Gustav nicht wünschen können. Auch in Jordanien geht die Liebe einen Weg über Standesdünkel hinweg. Kronprinz Abdullah heiratet Rania, die Tochter von einem palästinensischen Arzt. Die Karrierefrau gibt für ihren Prinz ihren Job bei Apple auf. Seit 1999 regiert sie mit ihrem Mann das Land.
Wie der Vater, so der Sohn ist in Norwegen das Motto. Auch Kronprinz Haakon verliebt sich in eine Bürgerliche. Mette Marit ist alles andere als tugendhaft. Drogen, Alkohol, wilde Partys. Die Blondine hat wirklich nichts ausgelassen und bringt sogar einen unehelichen Sohn mit in die Ehe. Doch der König und die Königin sehen nur eins, sie macht den Prinz glücklich und so läuten in Oslo die Hochzeitsglocken für das Paar, das bis heute skandalfrei zusammenlebt. In den Niederlanden findet Kronprinz Willem Alexander keine Braut, dafür aber in New York. Maxima Sorrieta, eine Businesslady mit argentinischem Temperament. Der Prinz verliebt sich in ihr Lachen und auch die Holländer sind begeistert. Und schnell ist klar, dass die beiden für immer zusammenbleiben wollen. Bis jetzt sind sie es noch. Also mich hat am meisten beeindruckt, also von den Bürgerlichen, die eingeheiratet haben in ein Königshaus, die Königin Maxima mit dem Willem Alexander. Also die hat ja auch dann die Rolle der Königin übernehmen müssen, die hat auch Krisen überstehen müssen, ist Mutter, ist herzlich, volksnah, lacht und dabei so eine starke Persönlichkeit geblieben. Meiner Meinung nach hat sie sich nicht zu sehr verbiegen lassen, hat noch immer den quasi das Gespür für das, wo sie herkommt, verleugnet das auch nicht, geht mit allem offen um und hat trotzdem aber irgendwo dieses Hoheitliche angenommen. Ich finde, die macht das gut, die macht das modern, so wie man sich eine Königin heute vorstellt. Kronprinz Frederik von Dänemark muss einmal um die Welt reisen, damit er seine Traumfrau findet. Im Jahr 2000 finden die Olympischen Spiele in Sydney statt. Dort lernt er die bürgerliche Mary Donaldson kennen und lieben. Es dauert 14 Jahre lang, bis Mary von Australien nach Kopenhagen zieht. Ausgerechnet eine Nachrichtensprecherin macht im hochkatholischen Spanien Schlagzeilen. Letizia Ortiz ist zweimal geschieden, doch Kronprinz Felipe setzt sich gegen das Hofprotokoll und allen Widerstand durch. Er heiratet die Journalistin. Bis heute hat es Letizia bei Hof schwer. Erst beim Ostergottesdienst in Palma de Mallorca kommt es zu einem öffentlichen Eklat mit der Königsmutter. Nach seinem Bruder wählt auch Prinz Joachim von Dänemark eine Bürgerliche zur Frau. Der Hongkong-Chinesin Alexandra folgt in zweiter Ehe Marie. Eine Französin, die seiner Schwägerin auch noch zum Verwechseln ähnlich schaut. Von der Partyprinzessin zur echten ist Tatjana Blatnik geworden. Die in Venezuela geborene Eventmanagerin trifft bei einem Society-Event auf Prinz Nikolas, den Sohn des griechischen Königs Konstantin. Die Hochzeitsparty ist legendär. Noch heute schwärmt der internationale Jetset und der Adel gleichermaßen von dem Fest. Jahrelang wartet Monaco auf eine neue Fürstin. Endlich erfüllt Albert seinen Untertanen den Wunsch. Er heiratet die südafrikanische Schwimmerin Charlene Wittstock. Fast platzt die Traumhochzeit. Insider berichten, dass die Fürstin am Abend vor der Vermählung aus dem Palast flüchtet und zum Flughafen fährt. Die Braut wird zurückgeholt und es gibt dann doch noch ein Happy End. Ein Mädchen, schön wie aus einem Disney-Film, die macht der Kronprinz von Bhutan zu seiner Prinzessin. Die Mönche drücken ein Auge zu, das Liebesglück wird damit gerettet. Besonders schön ist auch die Hochzeit von Prinz Philipp von Schweden mit seiner Sophia. Sie ist ein ehemaliges Unterwäschemodell, das die Schweden aus dem Big Brother Container kennen. Gott, meine Lieblingsbürgerliche, die adelig wurde. Definitiv nicht Sophia Hellquist, die in Schweden eingeheiratet hat, weil wegen dem sehe ich keine Bikini-Fotos mehr von ihr, weil sie ja nicht mehr modeln darf als Royal. Eine der schönsten Liebesgeschichten aller Zeiten wird in England geschrieben. Hier heiratet Prinz William nach 9 Jahren Beziehung seine Kate. Ihr Vater ist Airline-Pilot, die Mutter Ex-Stewardess. Und so fliegt Kate mit ihrem zukünftigen König in den 7. Himmel. Damit ist die heutige Herzogin nach mehr als 350 Jahren die erste Bürgerliche, die so nah an den Thron herankommt. Ich finde Kate einfach sympathisch. Kate ist ehrlich, also sie wirkt zumindest ehrlich und hat genau das, was ein Royal in der heutigen Zeit braucht. Ein bisschen Volksnähe, ein bisschen Tränen, ein bisschen Lächeln und immer schön brav kuschen. Auf den Thron schafft es Meghan auch nicht nach der Hochzeit, dafür aber zu allen wichtigen royalen Events. Und wenn sie und Harry nicht gestorben sind, dann leben sie weiter, irgendwo im Kensington-Palast.